Test. Jetzt aber, ne? Okay. Perfekt. Herzlich willkommen. So, Spieladen. Ich glaube, ich wollte mich kloppen. I wanna start a fight, Digga. Jungs, wir haben einen edlen Dolch. 42 Stärke, 35 Geschick. Und bin Kämpfer. Komm, let's go. Rein da. Der nächste Kämpfer wird schon etwas schwieriger. Bin ich unscharf? Ich habe eine Ausbildung erfahren und weiß, wie man kämpft. Denk wieder dran. Du hast ab jetzt nur 5 Minuten Zeit, um in der Arena zu erscheinen. Naja, schon klar. Bro, ich stehe in der Arena. Verstehst du, was ich meine? Bin ja da. Oh, das wird super. Hä? Ah, ich glaube, ich muss nur kurz drücken. Kann das sein? Einer aus der Stadtwache. Hey, Piero! Ich wünsche dir viel Glück im Kampf. Ohne das wirst du auch nicht die geringste Chance gegen mich haben. Danke, Piero! Warum scheiße so, Bro? Oh nein, nicht die Laufattacke! Nicht die Laufattacke! Bro! Doppelter Linksschlag. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Boah, das war ein guter Crit. Alter, ist das gerade der alte Mann? Das ist der Alchemist? Oh, das war ein guter Treffer. Mach ihn fertig. Schön. Oh shit, das war ein Crit. Da wird es kein Crit mehr kassieren. Besieg, Bro. Darf den leider nicht ausrauben. Der hat eh nichts Gutes. Scheißegal. Ja, easy going, ne? Erste 3 Minuten drin. Nicht mal direkt weggehauen. Weggehauen, Platz verhauen, Alter. Hast mir ja ordentlich die Fresse poliert, Kollege. Wenn Hauptmann Gerard erfährt, dass ein Neuling wie du mich so verprügelt hat, werde ich aus dem Üben nicht mehr herauskommen. Ach, weißt du, Pedro? Das Ding ist, Gothic, ne? Diese Welt von Gothic, egal welche Mod, scheißegal, das ist alles wie Sword Art Online. Als würde ich halt, ersten Game, Sword Art Online, ich sammle Erfahrung, Gothic 2, Vanilla einfach durchgespielt. Dann bin ich mal in hier gewesen, in dies und das, mal in Returning, mal in Dirty Swamp. Ich habe Erfahrung gesammelt, ich habe so viele Todeskämpfe gehabt. Das ist kein Wunder, dass ich jetzt so stark bin. Misslungener Heiltrank, ach so. Tja. Dann nicht. So. Deswegen, ich bin ja gar kein Neuling. Ich habe ja so viel Erfahrung. Ich habe gewonnen. Gib mir das Gold. Nicht übel. Ich meine, Piero ist schon nicht schlecht. Hier hast du dein Gold. Lust auf noch einen Kampf? Na klar. Kostet dich nur 80 Gold. Ach. Ist ja nix. Ich bin bereit für den nächsten Kampf. Das ob ich den schaffe? Nicht. Der nächste Kämpfer hat nur zwischen 20 und 24 Uhr Zeit. Komm dann wieder und bring das Gold mit. Erst in 4 Stunden! Na gut, ich habe eh ein paar Aufgaben zu erledigen. Fangen wir mal mit dem Dings an. Endlich mal mit dem hier. Entschuldigung, Alexander, der macht so sauber und ich mach noch mal wieder drüber. Das ist egal. Matthias ist immer noch am Dancen. So. Dann platzieren wir ihm mal hier ein paar. Geht das einfach so? Oder. Ich meine, der sieht mich ja, ne? So? Reicht das? Hier, ne? Soll nächste Nacht wiederkommen? Kann ich nicht einfach bis nachts pennen? Wir kommen mal später wieder und dann penne ich hier einfach, weil dann habe ich das Problem nicht mit
der Alten, die mich nicht reinlässt. So. Hauptmann! Ach, gefährlich. Hauptmann! Ich werde mich zurück vom Dienst. Konntest du schon ein. Nein, leider noch. Dann kommen wir erst. Das ist es doch gar nicht, hä? Ersatzmann am Tor. Ach so. Ups. Da war ich ja schon letztes Mal. Guck mal, da seht ihr mal, wie lange die letzte Aufnahme her ist. Gar keinen Plan mehr. Gar keine Ahnung mehr. Oh, ich habe eine Fruchtfliege gefangen. Ist das dieser dunkle Punkt? Das ist Erfahrung aus Gothic. Deswegen kenne ich das so gut. Der war das, ne? Hallo? Nein, ist das der? Ach, du schon wieder. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe meine Wache schieben lassen? Ich bin ja schon wieder weg. Feinster Seemannskorn. Oder war der da hinten? Der Dude? Ich glaube, ich muss auch noch mit diesem Panzer dieses Ding da machen, ne? Wilbert, du. Moin. Hauptmann Gerard sagt, du sollst zum Stadttor gehen. Du musst dort deine Wache ersetzen. Das geht jetzt gerade nicht. Ich sitze derzeit an einem anderen Auftrag. Aber Hauptmann Gerard hat? Das ist mir gerade relativ egal, was er gesagt hat. Ich bin Dein Ernst? Vor dem Durchbruch bei meinen Ermittlungen. Was machst du denn eigentlich? Nun ja. Ich weiß nicht recht, ob ich dir das sagen kann. Wenn du es mir nicht verrätst, kann ich auch zu Hauptmann Gerard gehen und sagen, dass du deine Befehle missachtest. Da würde er sich sicherlich freuen. Nun gut, pass auf. Bevor ich hier stationiert war, war ich an der königlichen Marine, wo wir Piraten gejagt haben. Auf jeden Fall fiel bei einem Verhör eines solchen Misskerls irgendwann der Name Jasper. Und als ich neulich mit Matteo redete und diesen Namen erneut hörte, horchte ich natürlich auf. Ich habe mich ein wenig informiert und herausgefunden, dass Jasper nie über seine Vergangenheit erzählt und irgendwann einmal plötzlich hier in der Stadt auftauchte. Ich glaube, es handelt sich um den berühmten Piratenkapitän Jasper. No shit. Oh oh. Was konntest du denn herausfinden? Nun, ich habe mitbekommen, dass der Fischer Fergus vor einigen Tagen einen Schatz bergen konnte. Und da habe ich mich anschließend noch ein wenig in der Stadt umgehört und mitbekommen, dass der Schatz von Jasper stammen könnte. Was wiederum meine Vermutung, dass Jasper in seiner Vergangenheit ein Pirat war, verstärken würde. Und Piraten erwarten bei uns nur einen Strick und nichts anderes. Das kann ich dir versichern. Das ist jetzt schlecht. Ich muss ihn jetzt nur noch nachweisen. Und wie willst du das machen? Ich bin mir sicher, dass er sich den Schatz schon wieder geholt hat. Ich muss ihm den Schatz jetzt nur noch abnehmen. Dann kann ich endlich nachweisen, dass er ein Pirat war und vielleicht heute noch ist. Aber der hat den Schatz doch gar nicht mehr. Für mich klingt das alles nach sehr viel Spekulation. Mag sein. Aber wenn ich recht habe, dann... Ja, und wenn du nicht recht hast, wird Gerard richtig sauer, weil du seine Befehle missachtet hast. Ich muss meinen Kumpel denken. Du gehst jetzt zum Tor und vergiss die Sache hier. Ich... Nein, vergiss es. Ich werde die Sache mit Jasper klären. Erst danach werde ich zum Stadttor gehen. Wie du meinst, aber verdammt. Ich helfe dir bei der Sache mit Jasper. Was? Warum solltest du das tun? Sagen wir, ich kann Piraten nicht ausstehen. Na gut. Ich muss meinen Kumpel denken. Irgendwie. Wie gehen wir nun vor? Verdammte Scheiße! Ich weiß nicht recht. Wir brauchen auf jeden Fall den Schatz als Beweis. Aber ich habe den Schatz doch selber geklaut. Ich gehe mal vor und frage Jasper ein wenig über seine Vergangenheit aus. Wenn wir Glück haben, verplappert er sich ja sogar. Das könnte klappen. Komm aber danach gleich wieder zu mir. Ich bin ja auch einfach random aufgetaucht hier, ne? Ich bin ja auch einfach random hier aufgetaucht. Keiner ist jetzt... Keiner kennt mich. Jasper, warte, ich komm mal lieber rüber. Pass auf. Du hast ein Problem. Der Dude da hinten, ne? Der sagt, dass der wüsste, dass du ein Pirat bist. Zeig mir deine Ware. Hast du irgendwas Gutes? Landkarte brauche ich nicht, habe ich schon. Dietrich habe ich 11. Ja gut, dann kannst du auch in den Knast gehen. Ist dir schon etwas eingefallen, wie wir den zweiten Eingang finden können? Ja, ich habe eine Idee. Eigentlich wollte ich es ja vermeiden, aber es geht nun mal nicht anders. Was soll ich tun? Du musst das Dorf verlassen. Von oben, wo der Leuchtturm gebaut wird, solltest du das Dach von Bonos Haus komplett sehen. Guck mal, da war ich ja schon. Wenn es diesen verdammten Eingang gibt, dann findest du ihn.
Warum wolltest du diese Situation eigentlich vermeiden? Du bist ein Fremder. Du wirst das Dorf nicht ohne weiteres verlassen dürfen. Die Torwache... Hab ich doch schon längst. Das Problem habe ich schon gelöst. Die Wache am Stadttor wird keine Probleme machen. Und draußen? Nicht mal der verdammte Weg zur Baustelle oben ist frei von irgendwelchen Viechern. Ach, alle schon gekillt. Als Stepper. Ich werde mit allen Viechern fertig. Bursche, ich hoffe nur, dass du danach immer noch da bist, um große Töne zu spucken. Ich war da schon halt, ne? Das weißt du halt nicht. Okay, ich mach mich dann mal auf den Weg. Gut, das wird auch Zeit. Ich hab schließlich noch anderes zu tun. Wiebert beschattet dich. Was? Warum? Er weiß über deine Vergangenheit und deinen damaligen Beruf Bescheid. Alex kann da seine Vermutung nicht beweisen. Noch nicht. Wenn du mich fragst, ist das nämlich nur noch eine Frage der Zeit. Zum Snapper nochmal. Scheiße. Was ziehst du auch einen Spiranensäbel mit dir rum? Nun, wir müssen ihn täuschen. Die Frage ist nur, wie? Ja, ich denke, ich weiß, wie wir es machen. Da kommt doch mit seinem eigenen alten Namen einfach, kommt der hier näher hin, Jesper. So, stell dir mal vor, Goldwater geht in so eine Stadt und sagt dann, hi, ich bin Goldie Roger, aber nicht der vom Steckbrief. Nein, nein. Bin jemand anders. Ich hab nur Bart abgemacht. Na dann, schieß mal los. Ihr müsst mir nun folgen. An einem entlegenen Fleckchen vergrabe ich ein gefälschtes Tergebüff von mir. Danach verschwinde ich wieder. Wiebert wird sicher gleich hinrennen, um zu schauen, was ich da vergraben habe. Was er dann in dem Buch liest, wird ihm hoffentlich von dem Gedanken, ich sei ein Pirat gewesen, abbringen. Ah, dieser Plan klingt nicht wirklich sicher. Aber es könnte funktionieren. Ich gehe dann mal zurück zu Wiebert. Ach ja, und wenn ihr mir folgt, bitte komm mir nicht zu nah. Ich muss dich sonst wegschicken, damit es authentisch wirkt. Jo, ist klar. Ist klar, Bro. War da gerade ein Audio-Dings? War da gerade ein Audio-Bug gerade? Warte mal. Können wir den einfach töten? Wiebert nicht einfach töten? Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Allerdings wäre das wirklich die letzte Variante, die ich wählen würde. Das Verschwinden einer Wache, besonders einer so begabten wie Wiebert, führt zu einer langen Untersuchung. Und ja, okay. Wenn wir haben, kommt das alles raus. Und dann können sie ja gleich noch einen zweiten Galgen aufstellen. Stimmt, keine rosigen Aussichten. Also ich helfe dir zwar, ne, aber ich will nicht am Galgen baumeln, Wieber. Dafür will ich schon was ordentliches verbrochen haben. Werde ich jetzt wohl selber Pirat. Du, Wilbert, ich habe was rausgefunden. Er ist wirklich Pirat. Ich war bei Jasper. Und? Konntest du etwas herausfinden? Nun, als er seine Vergangenheit angesprochen hatte, wurde er plötzlich nervös und versuchte etwas zu verbergen. Er wollte dann auch gleich das Gespräch beenden. Ich glaube, er weiß, dass wir etwas wissen. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis er etwas falsch macht. Du hast recht. Was macht Jasper da? Guck, er geht weg. Wir sollten ihm folgen. Geh du vor. Ich soll vorgehen? Wo ist er denn hin? Ach da, der geht da lang. Psst, sei leise. Sei bloß leise. Wo geht er wohl hin? Äußerst verdächtig. Äußerst verdächtig, Wilbert. Ey, Zack, komm, schnell. Komm, noch ein Stück. So perfekt an der Ecke, so. So, so. Du musst hier rüberlaufen, damit Alexander das putzen kann. Super. Versteck mich hinter dieser Person. Und dann guck ich so. Ja, also ich das schon die. Warum Hanke ihn eigentlich beliefert? Er ist doch eigentlich ein guter Kerl. Ich dachte schon gerade, die zweite Wache wäre auch weg. Persönlich hinter ihm her. Wohin geht er wohl, Wilbert? Und jetzt kann sie direkt eine Wache antreten. Ich würde mal gerne wissen, warum. Vielleicht erpresst ihn Rogan ja. Habe ich Lernpunkte? Nein. Was soll ich denn gleich lernen dann eigentlich? Wir haben 8 getötete Monster, nur das kann doch gar nicht sein. 8 Menschen. 8 Menschen getötet, nicht Monster, ich dachte schon. Das schon, die als Snapper zählen nicht.
Und wenn ich mal hier für Thumbnail, kann ich dann hier mit dem Dude Thumbnail machen. Äußerst verdächtig, findest du nicht auch? Kannst du mal bitte auf ihn gucken? Du musst nicht mir ganz Zeit nachschauen. Da spielt die Musik, da vorne. Das ist vielleicht gute Pilze? Was passiert eigentlich, wenn ich mit dem jetzt weglaufen würde? Ganz woanders hin, mit dem zusammen trainieren. Und jetzt? Okay, warte mal, ich teste mal was. Einfach mal was ausprobieren. Scheint den ja nicht zu stören, dass ich mit dem weggehe. Wir überraschen ihn von oben, okay? Ich bin sehr gut im Bogenschießen. Wollt ihr wohl damit aufhören? Sehr gut. Gekämpft. Klar, lass dir das eine Lehre sein. Habe ich die Erfahrung bekommen? Ah, ich habe ja keinen Quick Loot. Der Mistkerl hat noch nicht mal Gold dabei. Greif dir den. Das hast du verdient, Mistkerl. Ernsthaft? Das ist meine Erfahrung gesnackt. Wir gehen gleich runter. Wunderschönes Edelweiß. Oh. Ein Kolibri. Da ist wieder eins von diesen. Ein Mist viel weniger. Und er einfach ein Mist viel weniger. Da ist nicht zu holen. Ja, hab ich gemerkt. So. Warte, ich muss mich konzentrieren, Wilbert, bitte. Easy. Wir nehmen den Homie einfach mit. Sind sie ein Scavenger, ne? Ja, komm. Scheißegal. Ich geh wieder runter, ich wollte nur die Banditen wegmachen. Jetzt haben wir wenigstens auch die Blumen und damit können wir vielleicht ein bisschen was anfangen. Was die eine Quest angeht. Weil ich zwar immer noch nicht, wie das funktionieren soll, dass man die, dass man der Dame schöne Augen macht. Und dann auch noch sagt, ey, aber das ist so ein anderer Dude, der will auch noch was von dir. Okay. Aha, siehst du das? Er vergräbt anscheinend etwas. Das ist sogar mit X markiert. Ich habe den Sinn von Tagebüchern nie verstanden, ne? Wir sollten nachschauen, was er da vergraben hat. Ja, dann leg mal los. Ey, ich wollte noch looten. Es ist ein Tagebuch. Aha. Interessant. Und was steht drin? Das kann doch gar nicht sein. Laut dem, was hier steht, scheinen wir uns geirrt zu haben. Sag schon, was steht drin? Die Frage ist eher, was nicht drin steht. Hier steht jedenfalls nichts von seiner Vergangenheit als Pirat. Aber vielleicht ist dieses Tagebuch auch nur ein Schwindel. Und er will uns nur hinters Licht führen. Und selbst wenn, ich schlage vor, du gehst jetzt zum Tor. Du hast eh schon zu viel Zeit hier verloren. Hey, ich hab dir geholfen. Und jetzt kannst du mir auch mal einen Gefallen tun und zum Tor gehen, damit ich dir davon berichten kann. Na gut, ich bin ja schon auf dem Weg. Beim nächsten Mal aber sofort, ja? Haben wir es verstanden? Und danke für die Banditen! Netter Kerl. Keine Ahnung, wessen Schatz das ist, aber... Hier liegt sicher auch noch was drin. Nein? Achso, das sollte das sein. Ja, gut. Das ist dann natürlich ärgerlich.
Naja, was soll's. Dann gehen wir wann anders mal Scavenger jagen. Mein stark bin ich ja schon. Level up bin ich noch nicht. Es dauert aber noch, bis ich Level up werde. Oh, hey. Oh je, Mine. Oh, ich muss noch in das Dings reingehen. In die Hütte, aber soll ich erst einen Arena-Kampf machen? Ich weiß gerade nicht. Wiebert ist nun auf seinem neuen Posten. Sehr gut gemacht, aber warum hat das so lange gedauert? Ach, sag nicht. Wiebert wollte erst seinen alten Posten nicht verlassen. Warum nicht? Ach, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe mich um die Sache gekümmert. Nun gut, dann hast du hier deinen Lohn für diesen kleinen Bodengang, Bursche. Danke. 20 Gold? Wegen den Banditen. Konntest du schon einige von ihnen zur Strecke bringen? Oh ja. Hier hast du ihre Köpfe, als Beweis. Gute Arbeit. Hier hast du deinen Lohn. Diese Kopfgeldjagd ist ein gutes Geschäft, bei der Masse an Banditen, die es draußen gibt. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so viele sind. Es werden immer mehr. Wissen, wie viele ehrliche Bürger ihnen schon zum Opfer gefallen sind. Mindestens 2. So. Ich glaube, ich mache erst den Kampf. Also ich probiere erst den Kampf zu machen. Ich habe ja noch ein paar Minuten Zeit. Und dann gehe ich in ins Haus des Richters. Nee, nicht des Richters, des Bürgermeisters. Stimmt, der sieht nur aus wie ein Richter. Jo, jetzt war, haben wir geschafft, ne? Alles easy. Ach, interessiert dir gar nicht. Kann ich dir gar nicht sagen. Okay. Alles klar. So, hast du eigentlich noch andere Verwandlungen? Zeig mir deine Ware. Nee, der hat noch einen Snapper. Ich habe keine Snapper mehr, ne? Nee. Ball kann weg, das kann weg. Weidenbogen, ich habe doch einen besseren, kann auch weg. Das ist wichtig, südländische Verteidigung habe ich gelesen, meine ich. Habe ich gelesen, ja, kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Habe ich nicht noch mehr Blumen gepflückt? Oder kann ich nur eine bestimmte Menge verkaufen? Das behalten wir mal. Okay. Ja, der hat ja auch noch das hier. Ist auch gut. Dann nehmen wir noch einen Zepper mit. Und das kann ich mir nicht leisten. Vielleicht ja bald. 20:06, perfekt. Auf geht's. Ich mach noch ein bisschen Licht. So. Alles klar, Bro? Ich bin bereit für den nächsten Kampf. In Ordnung, aber sei wachsam. Dein nächster Gegner ist Hanke. Tritt wohl mit einem Schmiedehammer an, was? Sei nicht Hanke. So spöttisch. Hanke ist vielleicht etwas langsam, aber der Kerl hat Kraft wie ein Troll. Wenn der dich voll erwischt, bist du dein hübsches Gesicht für immer los. Ach. Geschwindigkeit gewinnt. So, wir machen mal hier die Fackel hin, damit wir ein bisschen Licht haben. Ist eigentlich voll gut, dass die Fackel immer noch brennt, ne? Eigentlich finde ich das. Eigentlich ist das mega cool. Oh, der kommt da auch noch oben zu. Hanke? Ich dachte, das wäre der Schmied da oben. Das ist der Schmied da oben. Wie hat er das gemacht? Ja, warum? Dann weißt du sicher auch, dass ich immer gewinne. Klar. Alter, wieso hat er den Bürger da hinten anvisiert? Ja, Hanke ist zwar stark, aber der hält nicht viel aus. Mehr hast du nicht drauf? Mehr hast du nicht drauf? Komm, ein Crit noch und dann bist du weg. Boah, der rennt aber lange auf mich drauf.
schlecht. Easy, Alter. Der steht nicht mehr auf. Der ist auf ewig getrappt. Oh, hier ist schon wieder. Hast du es ja doch geschafft, mich umzuhauen, Bursche. Na klar, da hab ich doch gesagt. Weil du ein bisschen träge bist. Wenn du zuschlägst, hat man das Gefühl, von einem Troll getreten zu werden. Das kannst du auch haben. Hämmer einfach mal bei Sonnenaufgang auf einem Schwert rum. Da kriegt man schon Muskeln von. Das ist alles? Einfach bei Sonnenaufgang auf einem Schwert rumkloppen? Ha, kannst es ja mal probieren. Vielleicht hilft es schon. Mit meiner Methode okay. Kannst du halt bis Sonnenuntergang nicht mehr damit aufhören. Und am nächsten Tag machst du das wieder. Gibt gewaltige Muskeln. Ja gut, das ist mir dann... Das verbraucht mir dann doch ein bisschen zu viel Zeit. Kannst du mir helfen, stärker zu werden? Ich meine, du hast ja ganz schöne Muskeln. Sicher könnte ich dir was beibringen. Allerdings habe ich hier schon genug zu tun und einfach keine Zeit, mich mit dir rumzuschlagen. Du bist hier aber in der Stadt eindeutig der Stärkste, ich weiß nicht. Aber gerade haben wir uns geschlagen. Gut, aber das könnte richtig teuer für dich werden. Für jede Trainingseinheit 5 Gold, verstanden? Oha. Alles klar. Ja, nicht jetzt. Jo, geschafft. Es war ein harter Brocken, aber ich habe es geschafft. So ist es. Hier hast du deinen Gewinn. Der nächste Kampf kostet 100 Goldstücke. Der nächste Kämpfer hat allerdings kein Gold eingesetzt. Falls du gewinnst, erhältst du dafür einen Schutzring. Klingt interessant. Ich habe nur einen Ring, also von daher habe ich persönlich damit kein Problem. Probieren wir es doch einfach mal. Ich habe Lust, einen Schutzring zu gewinnen. Hier ist das Gold. In Ordnung. Dein Gegner wartet schon. Es ist Brogan. Ach du lieber Himmel. Na dem Brogan, no. Das ist doch ein Lappen. Brogan ist ein sehr listiger Kämpfer. Und du kannst dir sicher sein, dass er mit der besten Waffe seines Sortiments antritt. Das ist bestimmt ein ordentliches Ding. Ich habe irgendwas an meiner Haut. Wie geht die Haut so ab? Kennt ihr das? Sieht man überhaupt irgendwas? Hier? Nein? Ist aber komisch. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwie löst sich meine Haut ab in den Fingern. Aber ich habe nicht zu lange geduscht. Wo ist denn der? Mensch, Brogan, du lässt uns aber ganz schön lange warten. Da finde ich seine Waffen klauen, ne? Voll kacke. Ach, sieh an. Die kleine Fleischschwanze ist heute mein Gegner. Na, da hole ich gleich mal den großen Schuh raus, um dich zu zertreten. Fleischschwanze? Wer sieht, was hinter deinen großen Sprüchen steckt, Mistkerl? Ah. Zeig sie. Das ist so eine Bürgerkleidung, Digga. Du machst doch die Laufattacke. Du kannst ja nicht mal kämpfen, Alter. Zeig's ihm. Machst du das die ganze Zeit so? Was anderes kannst du nicht? Junge. Dann bist du ja nicht mal ein würdiger Gegner für mich. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Nicht schlecht. Verdammt! Falsche Richtung. Nein, meine Fackel ist weg. Ehrenlos. Ach, sieh an. Wir werden sehen, was hinter deinen großen Sprüchen steckt. Zeig's ihm. Mach ihn fertig. Nein, keine Laufattacke! Zeig's ihm! Boah, scheiße. Langes Schwert, Alter. Zeig's ihm! Das ist immer wohl lange Leitung. Mach ihn fertig! Zeig's ihm! Zeig's ihm! Das war nicht so gut. Mach ihn fertig. Was war das denn? Nicht schlecht. Erledigt. Ihr hättet weg den schnellen Links-Hit machen sollen. Viele machen den hier. Warte, ich mal warte, bis er aufsteht.
Viele machen ja den hier immer, den habe ich ja gerade auch gemacht. Aber der ist auch viel schneller. Der schnelle Linksklick. Also nicht immer nach links, sondern das ist eine spezielle Technik. Eine spezielle. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder besser, Händler, bleib bei deinen Schwertern. Scheint jedenfalls, als hast du wohl ein bisschen zu viel Bauchfett angesetzt an deinem gemütlichen Stand. Eine Herausforderung in der Arena warst du nämlich nicht. Verpiss dich, du vorlauter Bengel. Oh, ich shit. Ich habe möglicherweise etwas Fett am Körper, habe auch Geld. Und wenn du mir weiter auf den Sack gehst, setze ich das ein, damit sich mal ein paar wirklich fähige Typen um dich kümmern. Was soll ich sagen? Genau, das ist eine spezielle Technik von mir, die kann halt nicht jeder. Der schnelle Linksklick, beziehungsweise das ist halt eigentlich die Linksschelle. Linksschellensalve ist das. Und das muss man halt lernen vorher. Den habe ich ja, ne, mit 35. Das heißt, wenn ich 40 Stärke habe, kann ich auch den tragen, dann ist er ein bisschen stärker. Aber der gibt mir auch Einhandtalentbonus, deswegen eher nicht. Ich habe sogar 42 Stärke. Gewagt, nee. Das ist mir dann doch ein bisschen zu gewagt. Oh, okay. Du bist nicht schlecht, Bursche. Alles klar. Der nächste Kampf kostet dich übrigens 150 Goldstücke. Zu gewinnen gibt es das Geld oder einen Bogen, ganz wie du willst. So, dann merken wir uns das mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Oh wow, schon sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Durchhalten und dass ihr so lange mit meinem Freund ausgehalten habt. Schaltet gerne das nächste Mal wieder rein und guckt auch sehr, sehr gerne mal bei Twitch vorbei. Denn wenn ihr das hört, der arme Mann braucht dringend einen neuen Gamingstuhl. Helft uns. Bis zum nächsten Mal.